Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PyQt. So, letztes Mal habe ich euch, ich habe es hier hinten dran, gerade mal gezeigt, wie man so ein kleines Fenster erstellen kann mit verschiedenen Größen und so weiter, mit einem Titel und mit einem Icon. Nicht wirklich spannend jetzt, deswegen möchte ich euch heute was zeigen, was wahrscheinlich euer Leben sehr, sehr erleichtern wird, nämlich den Qt Designer. Und den Qt Designer, den finden wir hier, wenn wir in unserem Python-Installationspfad, standardmäßig ist das hier lokaler Datenträger, also C. Und dann Python 3.4, da wo ihr halt Python installiert habt. Und bei manchen kann das hier auch 3.5 sein, aber das ist völlig egal. Dann schauen wir hier unter lib und unter Site Packages. Und hier finden wir PyQt 5. So, und da gehen wir einfach mal rein. Hier ist der Designer.exe und hier werden wir auch nachher noch ein paar Sachen machen. Einfach auch im Startmenü Designer eingeben, das funktioniert genauso. Und wenn ihr den gestartet habt, ja, dann werden wir so ein Fenster hier ungefähr haben. Und das ist der Qt Designer. Der ist wahnsinnig geil und echt super. Deswegen einfach hier mal auf Neu von Vorlage klicken und ihr habt hier schon ein Feld oder ein Fenster besser gesagt. Und hier könnt ihr alles Mögliche angeben. Das heißt, ihr könnt hier sagen, okay, es ist 400 Pixel breit, 300 Pixel hoch. Es ist, fängt an der Stelle 00 an. Und wenn ich das jetzt hier ziehe, dann sehen wir, es wird ein bisschen größer. Woohoo. Ja, wahnsinnig geil. Aber das Problem ist, es ist keine Python-Development-Umgebung, sondern es ist tatsächlich für Qt. Je nachdem, was ihr mit Qt dann macht, könnt ihr das Ganze in C++ kompilieren lassen. Ihr könnt das Ganze in, keine Ahnung, ob es C-Sharp auch geht. Java weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch in PyQt könnt ihr das Ganze kompilieren oder umwandeln in Code tatsächlich. Und das ist das, was wir machen werden. Ihr könnt hier einfach Sachen reinziehen, hier mit den ganzen Dingern rumspielen. Also Size Policy werde ich euch alles noch erklären. Aber nur mal, dass ihr hier wisst, um was es geht. Wie gesagt, die ganzen Sachen erzähle ich euch noch. Und hier haben wir auch ein paar Buttons jetzt. Und wir können hier einfach auch einen Push-Button reinziehen per Drag and Drop. Das ist ein ganz normaler Button. Mit Entfernen könnt ihr löschen. Wir können einen Tool-Button reinziehen. Was das ist, zeige ich euch auch noch. Also einfach mal so alles rausprobieren. Die einzelnen Widgets, die zeige ich euch dann noch. Und ja, wie gesagt, versprochen, dass ich euch noch zeige. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, wenn ihr das alles so zusammengezogen habt, wie ihr es wollt, später bei eurer GUI und auch wisst, was ihr da getan habt, dann drückt ihr einfach Steuerung S oder geht unter Speichern unter und dann werdet ihr hier zu dem Installationspfad von Qt gehen. Was ich euch letztes Mal gesagt habe, diese Application, die ihr runterladen solltet und installieren solltet, die zweite. Und ja, wir werden es aber einfach mal hier drin speichern unter test.ui. Das ist, habe ich schon einmal gemacht hier und überschreiben die. So, und was wir jetzt haben, ist Folgendes. Wir haben hier eine test.ui. Die wird auch wieder mit dem Designer aufgemacht. Und mit der können wir in Python gar nichts anfangen. Wenn ich hier mal den Code angucke mit Notepad, dann sieht das so aus. Ist XML und bringt uns aktuell nicht wirklich viel. Deswegen wollen wir das Ganze umwandeln. Und das werden wir tun mit, ihr geht wieder hier in PyQt 5, da in C, Python, Lib, Site Packages, PyQt 5. Mit 4 geht es übrigens genauso. Und dann brauchen wir diese PyUIC 5.bat. Und deswegen machen wir jetzt hier, also wir wählen nichts an, drücken Shift. Achtung, Shift drücken ist wichtig, sonst müsst ihr selber hin navigieren. Rechtsklick und dann haben wir hier die Möglichkeit Eingabeaufforderung hier öffnen. Okay, und hier haben wir jetzt unsere Kommandozeile. Ja, wir werden heute mal wieder mit der Kommandozeile arbeiten. Es ist lange her. So, und jetzt wollen wir diese PyUIC 5.bat-Datei aufrufen. Das heißt, wir geben hier PyUIC 5.bat ein, drücken Leertaste und dann schreiben wir rein, was wir wollen. Und zwar, wir wollen, dass eine Datei gelesen wird, nämlich unsere test.ui-Datei. Die liegt in CQT486. Und das geben wir jetzt einfach mal an. C Doppelpunkt Slash oder Backslash besser gesagt. QT Backslash 486 Backslash Test.ui. Okay, das ist unsere Eingabe. Und jetzt wollen wir noch die Ausgabe haben. Minus O Demo.py. So, und das tut es jetzt. Und jetzt könnt ihr die Kommandozeile eigentlich schon wieder schließen. Und jetzt haben wir hier unter D, wenn ich jetzt noch das Alphabet könnte, wäre es ganz geil. Hier haben wir eine Demo.py. So, und diese Demo.py, die ziehe ich jetzt einfach mal hier in das hier rein. Und schon haben wir eine vollständige Application mit Buttons und allem drum und dran. Jetzt müsst ihr nur noch den Code lesen können.
Und dazu würde ich euch meine anderen Videos empfehlen. Objektorientierung ist wichtig, wie gesagt. Und ansonsten habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Wir haben hier unsere Main-Funktion. Da wird Sys importiert und dann wird unsere Application gestartet. Es wird ein neuer Dialog erstellt. Und wir haben hier einen Dialog in einer eigenen Klasse. Diese Klasse heißt UI-Dialog. Und die App von Object, warum auch immer von Object. Auch die Imports sind selbst geregelt, also da müsst ihr auch nichts mehr machen. Und deswegen habt ihr hier eine Methode SetupUI, die wird hier aufgerufen, UI.SetupUI. Genau. Und dann wird der Dialog schon angezeigt. Der SetupUI macht im Prinzip alles, der setzt euch eure Buttonbox, bla bla bla. Er setzt euch auch die Namen von den ganzen Sachen. Aber ihr müsst sie nachher noch selber ansprechen können, denn so Sachen wie, wenn ihr draufdrückt, dann passiert irgendwas, das regelt ja nicht immer für euch, nicht alles. Und ja, genau, und dann haben wir hier noch eine Retranslate UI, die brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. Ah doch, brauchen wir, hier oben. Retranslate UI, und die setzt einfach, ja, ein paar andere Sachen, die wir eigentlich alle nicht so brauchen. Wir müssen nur noch den Code lesen können. Das ist das Tolle an PyQt, ihr habt diesen Designer und ihr könnt den Code damit lesen. Und wenn ich das jetzt ausführen möchte, ich möchte euch ersparen, dass wir hier unsere, ach wobei, warum eigentlich? Ich erspare euch gar nichts mehr. So läuft das Ganze. Sagen wir hier einfach mal Demo. Sagen wir einfach Demo dazu. Sagen hier, okay, Demo. Achso, die habe ich hier gar nicht drin, okay. Ja gut, dann erspare ich es euch doch. Wir kopieren einfach das ganze Zeug raus. Kopieren bitte. Nicht ausschneiden und fügen es einfach hier ein. Fertig und speichern und los geht's. So, und jetzt haben wir hier unseren Dialog, der genau an der richtigen Stelle hier den Button hat. Und hier ist halt dieses Fragezeichen. Was ist da los? Wir können es nicht mehr minimieren. Wir können es auch nicht mehr... Doch, wir können es doch resizen. Aber die Buttons verschwinden einfach. Und da müsst ihr dann auch wieder ein bisschen was wissen, auch das Icon hier oben ist nicht gesetzt. Einfach rumprobieren mit diesem Designer und hier mit dem hier. Und vielleicht habt ihr ja Bock und findet da einfach mal ein super geiles Layout, was euch gefällt. Aber ihr müsst trotzdem noch lesen können, das heißt, ihr braucht trotzdem noch meine Videos nachher. Alles klar, dann zeige ich euch im nächsten Video, wie ihr den ganzen Code verstehen könnt und zeige euch ein paar Widgets etc. etc. Und ja, wenn ihr auf Cancel klickt übrigens, beendet sich die App und wenn ihr auf OK klickt, beendet sich die App auch. Also, ja. Gut, dann war's das mit dem QT-Designer. Der macht euch das Leben wahrscheinlich ein bisschen leichter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.